Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde 7 Days to Die. Mit mir dabei der gute Olli 82. Guten Tag. Und der Biber Butzelmann. Hallo. Wir machen da weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Diesmal hoffentlich mit etwas mehr Performance seitens des Servers. Oh, ein Range Schematik. Das kann dann von euch dann gerne noch jemand lesen. Liegt hier einfach in der Mülltonne, beziehungsweise im Eimer. Weil wir haben jetzt hier einen persönlichen Server bei mir daheim stehen und da spielt kein anderer Mensch drauf und ja, wunderbar. Wir hoffen, dass wir damit gut zurechtkommen. So, haben wir hier eigentlich schon... Sieht empty aus. Wo müssen wir denn eigentlich noch hin? Was haben wir denn noch nicht gelootet hier? Die zwei großen Läden dürften jetzt leer sein. Okay. Dann haben wir... Ich sehe hier im Nordwesten noch einen Laden. Aber den haben wir wahrscheinlich auch schon. Wobei der komisch aussieht, oder? Ist das der hier? In den Nordwesten. Moment, wie viele Geschäfte denn hier schon? Hund. Boot. Gut. War gleich mal gelohnt. Sehr gut. Ich hoffe, du hast ein Messer. So. Weil die Ranch ist natürlich eine wunderbare Geschichte und was wir hier alles finden, das packen wir jetzt dann hier. Ah, oh. Okay. Ist. So, waren wir denn in dem Laden schon drin? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal ganz kurz durch. Das ist leer. Da hinten ist eine Tür offen. Jetzt können wir hier nämlich auch mit der Ranch, da. Können wir uns nämlich dann auch wunderbar hier solche Sachen da zerlegen. Und kriegen da ein paar Rohre und solche Geschichten. Und ein bisschen Scrap Metal, jawohl. Haben wir auch schon in dem zweiten Nobel. Ich habe keine Ahnung. Waren wir schon drin gewesen. So, empty, dann können wir hier nochmal. Wo ist dran? Zwei Bücherläden. Waren wir beiden schon drin? Ja. Okay. Nehmen wir dann die Kiste hier und laufen weiter. Moment, ich komme gleich. Ich zähle hier nur noch eine Toilette. So. Natürlich wichtig. Ja klar, da kommt Scrap Metal und Pipes raus. Ah, das, aber den Rest haben wir schon. So, mal kurz gucken, wo ihr seid. Ihr seid da, gut. Welchen Laden hast du, schwebt dir denn vor? Wir haben ja noch ein bisschen was nicht erkundet, oder? Laut meiner Karte ziemlich viel nicht, ja. Was machen wir denn mit dem Inhalt der Kiste hier? Hier lassen? Ich hätte gesagt, das hier lassen. Was wichtig ist? Ich würde sagen, die ganzen Schematik sollten wir mal soweit aufteilen und lesen. Ich habe hier noch eins, falls das jemand von euch möchte, wenn ich mal in die Kiste reinschauen darf dann. Wohl das ja, kann. Die ist voll. Okay, dann gebe ich das hier mal der Allgemeinheit frei. Liegt zu meinen Füßen ein Buch. Ein Ranch-Buch. Weil das habe ich schon nehmen. Habe ich schon gelesen. Dann habe ich. Ja, dann. Das Essen nehme ich mir einmal raus und esse es. Sonst lass uns schnell mal hier rumlaufen, gucken, ob noch was da ist. Und sonst kommen wir wieder zurück und. Genau. Laufen wir nach Hause. Genau. Und dann müssen wir uns ein bisschen. So, die Frage ist, in welche Richtung? Ich würde sagen, ich gehe. Einer Nordwest. Südwest, Südost. Nordwest bin ich. Ich Südwest. Gut. Ob ich das natürlich überlebe, ist eine andere Geschichte. Aber das werden wir sehen. Nehmen wir dann. Genau. Da haben wir Autos. Autos immer reingucken. Hier ist ein Hase. Komm, schneller. Schneller. Zerlegen brauche ich die Dinge jetzt nicht. Da stehen unterwegs mehr rum. Ja, ich würde sagen, nur die großen Geschäfte und dann. Und dann mal wieder zusammenfinden, ja. Nächste Horde kommt ja auch bald. Oh ja, zwei Tage noch. Aber hier sieht es alles sehr zerbombt aus. Im Nordwesten. Ruin. Mhm. Ist ja auch noch kein Geschäft gesehen. Hier ist ein Bär. Bär ist nicht gut. So, also ich gehe bis zur nächsten Parallelstraße.
Aber sieht nicht gut aus für uns. Hier fängt auch schon wieder die andere Stadt an. Nein. Nein. Na, wen haben wir denn da? Eine Lampe. Ein Zombie, ein weiblicher. So, einmal zwischen die Brüste. Einmal in Kopf die Hübe. Musst du schießen. Ja, der hat sich bewegt. Der hat sich bewegt. Kann ja nichts dafür. Ja, noch einer. Noch ein Kundschaft. Allein mit Klarkommen. Ja. Tagsüber ist es ja auch nicht so dramatisch. Sie rennen ja nicht. Hier ist noch ein Geschäft. Und eine Fabrik. Geschäft und eine Fabrik, klingt gut. Was ist denn? Tool Shop. Tool Shop, lecker. Also ich bin jetzt hier am nördlichen Rand, hätte ich jetzt gesagt. Ja, nördlicher Rand der Stadt. Da ist alles nur verlassen, kaputt und... Nee, das sieht nicht gut aus. Ich hätte gesagt, ich schlage mich zu dir durch. Ja, da siehst du auch noch den Rest, den ich noch nicht gesehen habe. Track, track. Jawohl. So, und du bist jetzt laut meiner Karte... der Putz ist blau. Komisch, warum ist der Putz blau? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du bist genau südlich von mir. Ja, genau. Okay. Ich laufe jetzt auch Richtung Westen. Richtung Blau. Jo. Also hier ist alles kaputt, zerfallen, wie auch immer. Ah, und dann müssen wir ja ganz wichtig, jetzt haben wir ja, Olli, endlich haben wir ja einen Tipp bekommen, wie wir unseren Baum hier, unseren kaputten wegkriegen, ne? Oh ja. Das müssen wir auch probieren. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch ein paar Waffen zusammen basteln können. Und dann habe ich noch was Interessantes gesehen, was Skillung anbelangt. Was man vielleicht noch machen sollte, aber das können wir uns dann später mal angucken. Ich glaube, das ist hier gerade nicht der richtige Rahmen, um darüber zu diskutieren. Zumindest nicht bei mir. Ja, komm, ihr seid zu langsam. So, er ist immer noch Richtung Norden. Sehr gut. Hier ist nichts Interessantes bisher. Da ist vielleicht ein etwas hübscheres Gebäude, aber das war es dann schon. Aber es sieht auch zerfallen aus. Na, wie weit muss ich noch laufen, bis ich bei dir ankomme? Riesiges Teil. Ah, da hinten sieht es weniger zerfallen aus. Ah, weißt du, was das ist? Das ist das Wasserwerk. Ja, Blut drin. Oh, daneben. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Naja, 60 Stück. Das sollte reichen. Na komm, laufen wir dran vorbei. Man bräuchte größere Rucksäcke. Oh ja. Da gebe ich dir recht. Irgendwas hat mich da gerade angeknurrt. Hier ist ein Sledgehammer. Oh. Du bist im Rezept drin. Workshop. Also Working Tools. Sehe ich gerade so. Gut. Empty. Nein, untouched. Ja, du musst nur noch nach hinten gehen, glaube ich. Naja, ich durchsuche alles, was da vorne untouched ist.
Empty. Nix drin. Empty, empty. 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 Die Kiste hier ist leer. Search. Ein Sledgehammer Rezept, ja. Empty. Empty, empty, empty. Hier ist eine Axt mit 100. Nimm. Irgendwas. Guck mal. Ja, ich habe eine bessere. Ach, eine Feueraxt. Die kriege ich nur unter. Loading Crossbow. Crossbow? Loading Crossbow. Bow. Moment, Rezept oder nicht Rezept? Rezept, ja. Gib mir mal. Ich lese gleich. Hast du einen Inventarplatz frei? Nein. Vor meinen Füßen? Hab schon. So. Wollen wir dann zur Kiste und dann nach Haus? Jo. So. Ah, kann das sein, dass ich das vielleicht schon kannte? Hast du es schon gelesen? Ich hab's gerade gelesen, ja. Ja, komm, das kann ich schon nicht mehr verlieren. Was für eine Verschwendung. Das kann ich schon nicht mehr verlieren. Okay. So. So, wo war die Kiste? Okay. Oh, ups, da ist was abgefallen. Ja, ich glaube, die war schon tot, als ich abgehauen habe. Ja, okay. So, ich mache aber trotzdem mal, auch wenn man es nicht machen soll, das zu Scrap. Dann kann ich den Blue-Pack hier mitnehmen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was am Mann. Potato Seeds? Nee. Ich gehe schon mal zur Kiste in der Mitte. Okay, komm mit. Ich habe zwar auch wieder ein volles Inventar, aber ich kann ja mal das, was ich im Inventar habe, quasi aufstocken. Da ist nicht viel dran. Warum machst du sie so beschwerlich? So. Ja, da ist ein Riss in der Landschaft. Ja, ja. Nimm halt das Gebäude. So, wo war die Kiste? Die Richtung? Ne, die Richtung. Irgendwo mal nicht hier. In Nordosten. Oh, da steht noch ein ganz schönes Auto. Hat jemand noch ein bisschen Platz in der Tasche? Ja, warum? Drei Slots. Gut, dann guck mal her. Da können jetzt ein paar Teile fliegen. Ja, ja. Aber da können jetzt ein paar Teile fliegen. Aber keine Zeit. Na doch, so viel Zeit muss sein. Da kommt Benzin, Kanister raus und Batterien und hoffentlich. Hast aber im Moment noch keine Maschine, um das zu benutzen. Ja, das ist ja egal. Was man hat, hat man nicht. Aber wenn man schon so tolle Tools hat, nicht? Dann sollte man die auch einsetzen, hätte ich gesagt. Jo, aber gleich ist Nacht. Ja, ja. Und übermorgen kommen die. Ja, bin gleich fertig. Gleich kaputt. So, jetzt kommt nämlich bloß noch Metall raus. So. Und jetzt vor dem Barnes & Noble nehme ich an. Oder? War das da? In der Mitte von diesen vier Dingern. Genau. Gut, dann packen wir mal zusammen. Irgendwas Wichtiges, das Tool und Die Set. Hat einer von euch eben den Messschieber mitgenommen? Ich habe einen Calipers dabei. Okay. Alles, was. Ich hätte gesagt, alles, was Metall ist, können wir scrappen, dann können wir es zumindest mitnehmen, auch wenn es nicht ganz optimal ist, sag ich mal. Corn und Potato Seeds.
Und Kornmehl. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt, ne? Ist noch ein Orga-Dingens drin, was ihr lesen sollte, oder einer von euch? Wo hast du das gesehen? Ich bin blind. Was ist das? Ein Nailgun? Boots. Ach da. Auger. Ach so, das ist dieses Teil hier. Okay, das lese ich. Olli, guck mal, was du noch mitnehmen kannst gleich. So. Learn how to repair and assemble augers by reading this schematics. Das klingt aber stark nach einem Tool. Habt ihr Bier? Ich habe, wenn du brauchst, Honig da. Das nehme ich, aber habt ihr Bier? Nein? Hier sind 6 Stück. Wir müssen nämlich gleich laufen. Okay, dann nehme ich die 6 und gebe dir dann die 3 oder so ungefähr. Wo habe ich es jetzt hingesteckt? Da. So, 3 müssen jetzt dann noch am Boden liegen. Molly, hast du Bier? Nee, wo liegt's? Dann nimm Am da auf dem Boden. Boden hinter dir. Bier. Blind? Ach da. Und dann ab nach Hause, würde ich sagen. Prost. Gut. Oh. Das können wir noch schnell mitnehmen. Das da mitnehmen. Klo. Ich bin schon unterwegs. Ja, ich komme. Komme. Bin unterwegs. Muss unterwegs sein und nochmal einen Schluck Bier zu mir nehmen. Im Spiel wie in Real Life. Oh shit, wo kommen wir da hoch? So wie wir runtergekommen sind. So ähnlich zumindest. War das nicht links das Gebäude? Ich nicht. Naja, wir sind irgendwo anders runter, glaube ich. Hier das Gebäude sein, wo ich gerade stehe. Ja, ich Bin habe okay, jede schneller. Menge von diesen Frames. Ja, da kommt man hoch. Bis hierhin Hier sind wir zumindest. irgendwo runtergesprungen. Warte. Ah, okay. Ich gehe aus dem Weg. Ach, shit. Von unten nach oben vielleicht? Gäste. Ach, ist das eine Kacke hier. Komm mal rauf. Olli, du auch rauf. Und dann nimmt er wieder mit. Genau. Ein Treppenhaus. Wenn ich jetzt nicht gleich Ach, abschütze. shit. Das war unser Haus. Okay. Okay, da waren wir schon mal. Ja. Aber hier ist es ja jetzt halbwegs sicher, sage ich mal, an der Stelle. Ja, da ist doch eine Kacke. Nicht weiter wie 2. Halten sehr wahrscheinlich, ne? Ja, das ist, wenn man. So. Tja. Flasche. So, nicht nur das. Ingame braucht was zu trinken, auch das Ausdehnen. Abgestürzt. Versuch's mal hier oben. Vielleicht kommst du da besser hin oder so. Na, okay. Ja, man kann nicht so richtig kommen. Reicht doch schon.
Kann man rüberspringen. Gut. Moment. Gut. So, gut. So, und jetzt zu dem komischen Häuschen da, ne? Welchem komischen Häuschen? Heimat meinst du? Genau. Oh shit, da ist eine Biene. Au, voll den Kaktus gelaufen. Was machst du für Sachen? Kann man doch bestimmt... Was ist denn hier los? Einiges, hätte ich gesagt. Was sind aber diese blöden kleinen Kakteen? Okay. Hindernislauf ist das. Nochmal ein Bierchen reinzischen. So, jetzt geht's. Immer schön dem blauen Dreieck hinterherlaufen. Uah. Und das ohne die Beine zu brechen, bitte. Achtung, hier ist ein Köter. Oh shit. Was ist da? Der Köter hat dich. Plus einem Zombie. Tot. Wer ist Köter? Tot, du oder der Köter? Der Köter ist tot. Der Köter ist tot. Ich sah nur an mir vorbeilaufen, aber irgendwie nur weg. Vorsicht, Schlucht. Höhleneingang. So. Ein hübsches Häuschen zur Linken. Da haben wir keine Zeit. Nein, ein bisschen Sightseeing, dafür muss immer Zeit sein. Nicht, wenn du Zombies im Nacken hast. Ach komm, Zombies. Er hat sogar Zeit, Hühnchen zu jagen. Wieder real. Ich warte nicht auf ihn. Okay. Und was auch schön aussieht, ist der Ring, auf den wir gerade zulaufen. Irgendwie hübsch. Traum. Ja, ein Dream. Au. Shit. Lauf nicht durch Kakteen. Ja, ich weiß. Ich habe nicht gesehen. Ich war so von dem Ring fasziniert. Ja. Kaktus, Kaktus, Kakteen. Pfeile. Müssen wir den Berg rauf oder drumrum? Wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwann rauf. Weil das hier ist eine blöde Stelle, glaube ich. Sieht zumindest stark danach aus. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir Glück. Wir sind auf dem richtigen Part der Karte. So, da ist Nacht. Da läuft irgendein rotes Schwein gleich mit mir. Oh, ja, ist was Böses. Ich sehe schon das Bettsymbol. Ja, ich sehe es auch. Aber ich musste gerade mal durchschnaufen. Wobei, ich kann hier mal nochmal einen Schluck Bier drin zu mir nehmen. Komm, trink. Zu Hause. Juhu. Geschafft. Oh shit. Was? Blöde Au. Na. Oh shit. Ich seh überhaupt nichts. Ist sie tot? Gleich. Ich muss rein.
Die ist aber hartnäckig. Oh. So, jetzt ist sie tot. Dann komm schnell rein. Ja. Wenn ich das jetzt noch schaffe, ich war gerade gestern. Ja, bin in der Weg. Auf dem Weg. Gut, dann kriegst du nicht mal eine Brücke. Also. Ich hab noch einen Lebenspunkt. Na, warum kann ich da drüben keinen hinsetzen? Okay. Wo bist denn du? Schon erledigt, bin schon da. Ich trau mich da nicht so ganz rüber zu springen. Ich weiß nicht warum, aber. Hab da so meine Panik davor. So. So, dann packen wir mal wieder ein wenig zurück. Glass Chores. Naja, gut. Dann können wir hier mal ein bisschen Scrap Iron reinlegen. Oder? Naja, gut. Anvil haben wir schon einen. Da haben wir noch also was. Einschmelzen. Klar. Ich hab's geguckt, ob wir schon noch einen haben. Oder schon einen haben. Wie auch immer. So, Honig rein. Rotting Flash sollte man vielleicht mal wegschmeißen. Dann haben wir noch einen Blutpack. Bisschen Papier. Yucca. Habe ich überhaupt Hunger? Das ist ein bisschen doof an der neuen Anzeige, ehrlich gesagt, ne? So. Achso, ja, das 13%. Siehst du nicht. Genau. Wenn die Kast, dann sagen sie es dir ja schon. Ja, aber dann ist man jetzt schon zu spät, nicht? Fässern tue ich in die Kiste mit den Waffenparts. Okay. So, das da darf man nicht trinken. Packen wir es trotzdem mal da rein. Da haben wir noch was zu essen. Noch eine Glasschale. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir das nach Butze-Style hier ordentlich einsortieren können. Da haben wir gar nichts. Ja, drin. Ich sehe das System nicht mehr. Okay. Dahinter steckt. Dann ist gut. Dann bin ich nicht der Einzige. Nein, es funktioniert halbwegs. So, ein Papier, Glue. Oh, da ist ein Blutpack ist hier und der Rest ist im Kühlschrank. Das ist, glaube ich, nicht ganz optimal gelungen. Aber da hat man noch das da, da rein. Das da, da rein. Da haben wir noch Roh. Und da haben wir gewischt waren. Irgend so ein Werkzeugkiste. Nee, ehrlich gesagt noch nicht. So, Ken. Lass uns mal ein paar Nägel gießen. Ich habe... Und diese Box machen, diese Storage-Dinger. Ja,